Hallo, liebe Fußballfans von MeinKick TV und allgemein im Fußball natürlich. Hier ist euer Zampe mit dem Vorbericht und Aussichten auf das Hessen-Pokalfinale Kickers Offenbach gegen SVW in Wiesbaden. Kommen wir zum SVW in Wiesbaden, zu den Spielern, zu der Mannschaft. Punkt 1. Kann die Mannschaft den Abstiegskampf in diesem einem Spiel ausblenden? Kann man vielleicht auch da einen positiven Trend mitnehmen für die letzten Spiele noch? Das ist natürlich die Frage. Entscheidend wird sein, wie finden die Spieler die Einstellung? Der Abstiegskampf. Kriegt man den aus den Köpfen? Aus den Köpfen kriegt man ihn nicht, aber es ist eine positive Abwechslung. Man kann sich natürlich durch einen Sieg auch da Selbstvertrauen holen. Deshalb glaube ich auch, wird Thorsten Fröhlich mit der bestmöglichen Aufstellung antreten und versuchen, diesen positiven Trend dann vielleicht mitzunehmen. Olli Reck hat sein Team natürlich ein bisschen umgebaut, hat aber auch auf erfahrene Spieler nicht so zurückgegriffen, auf Gebers und Korb. Ja, Gebers kam von Holstein Kiel und könnte natürlich auch in so einem entscheidenden Spiel mit seiner Kopfballstärke und auch der Korb könnte da natürlich eine gewisse Stabilität verleihen. Man wird sehen, vielleicht holt er einen Trick raus und will den Gegner damit auch vielleicht ja, durch Standardsituationen ein wenig verunsichern. Also ich bin gespannt, was Olli Reck aus seinem Hut zaubern wird, um dieses Pokalfinale zu gewinnen. Entscheidend kann natürlich auch sein, dass der Spielort, es wird in Haiger gespielt, beim TSV Steinbach, circa 100 Kilometer entfernt. Was werden wir erwarten? Meine Meinung, glaube ich, werden nicht so viele Wiesbadener kommen oder Wehner. Und von daher könnte es natürlich auch ein kleiner Pluspunkt sein für Kickers Offenbach. Aber es ist abzuwarten natürlich. Und ich hoffe nur, dass ein sehr gut erfahrener Schiedsrichter kommen wird und diese Partie ruhig und souverän führen wird. Für mich, wer ist Favorit? Schwierig. Also 50-50 wäre einfach zu sagen. Ich denke, es gibt vielleicht den einen oder anderen Vorteil für Kickers Offenbach aus der mentalen Sicht. Einmal Punkt A, natürlich die Fans, die sie im Rücken haben werden. Punkt 2, wenn du natürlich viele Spiele positiv gestaltest vorher und auch vielleicht der Zug in die dritte Liga schon abgefahren ist, du natürlich deinen Fokus sehr gut da drauf legen kannst auf dieses Spiel, ist natürlich ein Vorteil. Wien Wiesbaden, natürlich erfahrene Spieler, eine gewisse positive Trend, aber die Frage ist, wie ist die Konzentration auf dieses eine Spiel, weil natürlich im Hinterkopf der Abstiegskampf ist. Wie ich schon mal erwähnt habe, es kann eine Abwechslung sein, aber es wird keine einfache Abwechslung sein, weil natürlich Offenbach unbedingt ins DFB-Pokal-Geschehen rein möchte.